Hallo, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, was auch immer. Also bei mir ist es gerade Abend. Wir starten jetzt dann das Let's Play Minecraft. Ihr seht, ich spiele auf der Beta-Version 1.72. Was sich bisher geändert hat, von der 1.6.6, es hat sich geändert, es gibt eine Schere, mit der kann man jetzt Schafe scheren. Das heißt, man muss sie nicht mehr bloß anschlagen, sondern entweder töten, dann droppen sie einen Block, oder man nimmt eine Schere her und kann sie damit abschnibbeln. Und dann kriegt man natürlich mehr Bäume, kann man damit auch scheren. Das heißt, man kann jetzt Blätter ernten von Bäumen und kann die woanders platzieren. Außerdem haben ein paar andere Dinge eingefügt worden, zu denen komme ich aber später. Im Laufe des Let's Plays, ich würde sagen, schauen wir uns dann irgendwann mal an, wenn wir so weit kommen. Es ist nämlich so eine Art Schieber, nenne ich es jetzt mal, mit hinzugefügt worden. Ich habe leider schon eins gestartet in Let's Play, muss ich ganz ehrlich zugeben, dem Miss Gamecam, Gamecam sage ich schon, Entschuldigung, Cam Studio, mit dem ich momentan aufnehme, ist eine kostenlose Version. Es gibt keine Pay, glaube ich sogar, von der. Abgestürzt und deswegen bin ich mitten im Spiel. Ich sag gleich, wie ich dazu gekommen bin. Und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Ich habe hier ein Texture Pack. Das Texture Pack, wer es haben will, steht natürlich auch in den Comments. Werde ich mit dazu posten. Nennt sich Summerfields. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, und hier sind wir auch schon. Ich habe hier, wie gesagt, schon ein bisschen angefangen, weil es mir einfach mal crashed ist. Und ja, ich habe mal eine halbe Stunde lang wirklich die Seele aus dem Leib geredet und dann habe ich gesehen, das ganze Video ist verpixelt und geht nicht gescheit. Und darum mache ich es jetzt einfach nochmal schnell Durchlauf. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden, hoppla. Ich habe Leder gefunden, ein paar Cobblestones, wie ich die Höhle hier ausbuddelt habe. Habe Kohle gefunden, einen kleinen Garten habe ich schon angelegt, den zeige ich euch gleich. Habe hier gesagt, Kohle. In der ersten Nacht habe ich mich mit Holzkohle befasst, dass ich da überlebe, habe einen Creeper schon ein bisschen geschlagen und auch erfolgreich getötet. Bin ich sehr stolz drauf. Hier haben wir eine Crafting Box. Hier ist mein Ofen. Kleines Bett. Gehen wir kurz raus. Ich bin, wie gesagt, jetzt auf der Let's Play Insel. Habe mich also von meinem Let's Show und meinem Tutorial Bereich jetzt abgegrenzt. Hier kleiner Garten. Ein bisschen Zucker habe ich schon gefunden. Das war anfangs erst 3-4 Stück. Und habe den jetzt hier mal hochgezüchtet. Ich habe hier nur. Schaut irgendwie ekelhaft aus. Zack. Habe hier dann doch ein bisschen was angelegt. Da hinten haben wir das Eisen her. Vielleicht ziehen wir es gerade, wo mein Mauscursor ist. Da hinten in dem Eck habe ich Eisen gefunden. Habe auch schon eine kleine Dungeon ausgeleuchtet. Die ist aber riesig. Die wollte ich erst erkunden mit euch. Aber ich habe mir gedacht, grad, nee. Die bauen wir nochmal gescheit zu, weil da haben wir ein paar Creeper entgegenkommen und das muss ja auch nicht sein. Ich zeige euch kurz, wo mein. Oh, da ist eine Spinne. Guck. So. Zeige ich kurz, wo wir sind. Also, wie gesagt, hier, ich bin hier auf Mittel. Dann finde ich immer wieder ein paar Gegenstände. Ich lasse natürlich erst die Skelette spawnen und dann gehe ich ins Bett. Oh, Hust, Hust, ne? Farm. Hier drüben ist die Tutorial-Insel, hier ist unser Tunnel, der uns zu meinem anderen Bereich führt. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Wir wollen Let's Play starten. Und dann würde ich sagen, machen wir es auch und Let's Play mal auch recht schön. Schreibt es mir einfach in die Comments, wie es dann weitergehen soll natürlich. Die erste Folge habe ich mir gedacht, gerade zeige ich euch so ein bisschen die Gegend. Ich kenne mich hier selber noch nicht aus, habe also noch nicht viel erkundet. Und so soll es auch sein, so soll es auch bleiben. Ich muss jetzt ganz kurz mal schnell speichern, nicht dass mein Cam Studio wieder abstürzt, was heute schon zweimal passiert ist. Sekunde. Und weiter geht es auch schon. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier mal um die ganzen Vorräte, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, dass wir halt hier schön durchstarten können. Ihr könnt es mir dann auch kommentieren, wie genau ihr Videos aufnehmen. Oder wie ihr Videos aufnehmt. Ich habe mal schon durchgelesen mit Fraps. Fraps ist ja keine Freeware. Beziehungsweise es gibt eine Freeware, aber die kann man
indem sie in den Tonnen treten. Die nimmt plus 600 mal irgendwas auf. Ich hab's vergessen, 86 glaube ich auf irgendwas. Ist jetzt eine so unbedingt das super mega klasse Gerät dann. Und ich habe mir jetzt eh schon Minecraft gekauft über PayPal. Es war eh gigantischer Aufwand für mich, da ich eigentlich mit sowas überhaupt nichts am Hut habe. Hab mein 100.000-stelliges Passwort, egal. Und ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wie gesagt, kommentiert mal so ein bisschen, was wir in den nächsten Folgen so alles machen wollen. Also ich hätte vor mit euch hier natürlich ein bisschen was auszubauen, auch die Insel ein bisschen zu erkunden, die Dungeons zu klären, den Garten definitiv größer zu machen. Ein bisschen Holz werde ich wahrscheinlich noch farmen jetzt mit euch schnell, ein bisschen Erde hier, dass man hier ein bisschen mehr Luft hat. Die Fackel gehört auch weg. Vielleicht hört man es im Hintergrund, es quittert sogar bei mir. Also nicht im Spiel, sondern diesmal in Real Life. Das ist das Ding, was man sich kaufen kann. Kostet verdammt viel Geld. Ich habe es mal gekauft. Bin eigentlich doch ziemlich zufrieden damit. Man findet doch immer schöne Epics oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich würde sagen, da wir jetzt dann eh gleich am Upload Limit sind, 15 Minuten kann man leider bloß im Uploaden. Sonst würde ich euch schon mehr zu quasseln. Würde ich sagen, lagern wir uns jetzt erstmal unsere ganzen Materialien hier ein. Zack. Geht übrigens recht schön, indem dass man Shift gedrückt hält und mit Rechtsklick, also rechte Maustaste, und schon schmeißt das in die Truhe, Schrank. Was ist das überhaupt? Küchenregal, ich weiß es nicht. Stackt natürlich auch gleich die Gegenstände, die man doppelt hat, zum Beispiel. Ich finde übrigens das Grafikpack echt super. Also mir gefallen einige Dinge noch nicht ganz so, wie ich es haben möchte. Aber ich werde das wahrscheinlich demnächst mal umarbeiten, umbauen. Und das hier, man kann auch Gegenstände so einzeln droppen. Geht mit Rechtsklick, übereinander legen. Einfach rüberlegen auf die. Zack. Zack, zack. Wieder Shift Rechtsklick. Hier die Fackel noch kurz rein. So. Schauen wir da noch. Schauen wir uns kurz mal um. Da ist hier noch ein bisschen was von der da. Mann, 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 so viel. Ich finde die eigentlich, die Pflanzen schauen hier nicht immer so schön aus. Machen wir nochmal ein paar weg. Zack, 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 zack. War recht schön von Notch gedacht, aber irgendwie überwuchern die mein Gebiet hier. Ich wollte einmal da runter springen, habe mich aber nie getraut. Ich werde es auch nicht so schnell machen. Vielleicht baue ich mal eine Leiter runter. Mal schauen. Ich würde sagen, da lassen wir auf jeden Fall was einfallen mit euch. Hier haben wir einen kleinen Fluss. Komm mal her, du Kuh. Ich will dein Leder. Hey, danke. Müssen wir uns auch noch ein bisschen umschauen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht ganz, wo es hier überall hingeht. Ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht wieder verlaufen und Stunden mit euch rumirren. Das wäre natürlich peinlich. Ach, schön. Schaut mal darüber. Kleine Insel mit zwei Bäumchen. Vielleicht fahren wir später mal ein Boot rüber. Sollen wir runterspringen? Wo kommt man da raus? Komm. Hopp. Cool. So ein Geheimversteck, hm? Ach ne. So. Könnte man sich mal irgendwas reinbauen vielleicht. Mal schauen. Ja, wie gesagt, schreibt es ein bisschen in den Comment vielleicht. Ich lese immer gerne eure Berichte. Also mir handelt schon ein paar so E-Mails zugeschickt worden mit von wegen, ich soll doch das und das und das machen. Das ist zwar recht schön, alles kann ich nicht auf einmal machen. Ich werde mich natürlich auf eins immer spezialisieren und werde dann schauen, dass ich da eins nach anderen mache. Und je nachdem, was ihr Lust habt, vielleicht werde ich mal so einen kleinen Tiergarten anlegen. Ich muss mir jetzt ein bisschen Leder noch farmen. Ihr seht schon, die Insel ist doch recht groß. Ich habe mal
Vielleicht ist der kleine Kontinent sogar. Ich habe mir eigentlich gedacht, gerade das ist bloß ein kleines Eck, wo man anfangen kann und dann die Inselsitzung abfarmen, abgrasen und dann die nächste angreifen. Aber anscheinend ist es doch ziemlich viel. Man hat hier auch viel Platz. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gebiet hier. Einfach eben. Oh, da geht es wieder irgendwo runter. Haben wir noch so viel Zeit? Nee. Werden wir uns auf jeden Fall merken. Mal schauen, ich glaube hier geradeaus und da kommt man ungefähr wieder in meinen kleinen Unterschlupf hin. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oh, denn es wird schon dunkel. Wo ist die? Ach nee, die geht gerade unter sogar. Nein. Lauf, lauf, lauf. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich jetzt bin. Hier ist auch ein ziemlich ebener Bereich. Hier kann man vielleicht mal ein Haus hinstellen. Da drüben. Komm her, Kuh. Dich nehmen wir noch mit. Ich brauche Räder. Oh, da ist auch eine Höhle, da habe ich auch nicht reingeschaut. Ja, ich würde sagen, wenn es jetzt eh schon dunkel wird, dann lagert man ein bisschen was ein. Ich zeige euch noch schnell ein paar Dinge. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Leder und ich würde sagen, das braucht man jetzt auch. Was haben wir denn überhaupt schon? Wir haben den Kopf, der schon ein bisschen angeschlagen ist. Bauen wir uns eine Brust, das dürfte reichen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Hose. Reicht, genau. Und ich sage, ziehen wir die ja an. Also wir sitzen hier mit Shift-Rechtsklick geht's nicht. Man kann zwar hier Gegenstände von der Liste immer hin und her verschieben, also in den Inventar oder in die Quick-Leiste. Zum Anziehen muss man es allerdings doch noch hochziehen. Ja? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, das kann man verkraften. Hier ein bisschen was reinwerfen. Ja, und wie gesagt, damit verabschiede ich mich. Wir werden jetzt hier immer dann in der Höhle hier hoffe ich mal starten. Wir werden es ja dann sehen, so ab dem 5. 6. Let's Play. Könnt ihr ja mal da mal zurückschauen, was sich alles in der Höhle verändert hat. Ich würde sagen, die nächste Let's Play werden wir hier mal die Höhle ein bisschen ausbauen. Denn das wird das nächste größere Projekt von uns, dass wir hier mal ein bisschen reinbuddeln, so. Drei Blöcke was tief schon mal. So ungefähr. Sehen wir dann. Und damit verabschieden wir. Ich lege mich jetzt noch kurz schlafen, dass wir dann das nächste Let's Play, sobald wir starten, direkt in der Höhle wieder anfangen können. Und dann einfach direkt rausfetzen oder hier umdrehen. Und ein bisschen loslegen können. Ein paar Spitzhacken haben wir noch, ein paar Schaufeln haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen kurz den Tarn noch leer. Ich sehe gerade, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das nutzen wir doch schon aus. Das müssen wir später nicht mehr machen. Das sind wir mal darunter. Ist ja meiner Meinung nach übrigens ein guter Trick, wenn man das Inventar ein bisschen zugemüllt hat. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich nehme einfach ein bisschen was raus. Wenn jetzt das im Inventar ist und möchte schnell loswerden. Super Trick. Also schnell irgendwas reinwerfen. Shift, Rechtsklick in der Truhe. Klappt immer. Wie gesagt, damit verabschieden wir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Netrak. Tschüss, tschüss.